Willkommen bei Politik und Wirtschaft Extra Talk. Der russische Freestyle-Skifahrer Pavel Krotow ist im Alter von nur 30 Jahren überraschend an einer Hirnblutung gestorben. Krotow war Mitglied der Nationalmannschaft seit 2011 und startete im sogenannten Aerials-Wettbewerb, bei dem Sportler zwei Sprünge mit Kombinationen von Salti, Drehungen und Grätschen pro Wettkampf vollführen. In seiner Karriere schaffte er es zweimal zu den Olympischen Winterspielen und gewann 2021 die Goldmedaille im Teamwettbewerb sowie die Bronzemedaille im Einzel bei den Freestyle-Weltmeisterschaften in Schweden. Laut seinem Trainer erlitt Krotow eine Hirnblutung, als ein Gefäß in seinem Gehirn platzte, während er schlief. Die Todesursache sei schwer zu verhindern gewesen, da solche Gefäßerweiterungen oft angeboren und schwer zu erkennen sind. Krotow hinterlässt seine Frau und seinen gemeinsamen Sohn. Der Tod von Pavel Krotow hat die Wintersportwelt und insbesondere die Freestyle-Skiing-Community tief erschüttert. Der russische Freestyle-Verband drückte in einer öffentlichen Mitteilung sein tiefes und aufrichtiges Beileid aus und bezeichnete Krotow als freundlichen, sympathischen und mutigen Menschen. Falls Sie uns unterstützen möchten, können Sie das mit dem Kauf eines dieser T-Shirts tun. Vielen Dank. Was denken Sie über die momentane Situation? Teilen Sie uns gerne Ihre Meinung mit. Wir würden uns freuen, wenn Sie das Video liken und teilen. Vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal, Ihr Extra-Talk-Team.